Hallo, meine lieben Matrosen hier auf der PMS, das ist, glaube ich, irgendwas, was die weiblichen, wie soll ich sagen, Zyklen angeht. PMS, Bouncy, das guten Tag. So, pass mal auf, Freunde. Wir haben ja, wir wollten ja eigentlich schon mal richtig einen abkängen, ne? Und das hat nicht geklappt, weil A war irgendwie da was verstopfelt, ne? Und B, kein Wasser gab. Aber, ne, wir haben ja hier, das sieht doch irgendwie aus, als wäre das. Auf dieser Leitung steht klar und deutlich Wasser. Wasser. Und was haben wir? Wir haben natürlich entsprechend einen Wasserschlauch. Benutzen. Okay, machen, müssen wir so machen. Genau, hatte ich vergessen. Pass mal auf, hier nochmal. Benutzen. Feuerwehrschlauch. Jetzt hat die Toilette wieder jede Menge Wasser. Dann würde ich sagen, als erstes, mein Freund, gehen wir jetzt einen abkacken. Erstmal gucken, ob es funktioniert. Oh, wie dezent. Ein Goldfisch. So, jetzt wird hier gekackt. Larry, du gehst jetzt hier eine Runde kacken. Mein Kacken kennen wir schon genau. Kacken. Da sitzt er. Das ist der Bohnendip, liebe Leute. Der Bohnendip. Also... Jetzt wärst du froh, wenn du die Illustrierte mitgenommen hättest. Ich hab dir das gesagt, weil ich bin ehrlich, ich lese immer auf den Scheiß aus. Das ist wahrscheinlich mehr Informationen, als ihr braucht, aber ohne so einen richtigen Asterix macht das Karten auch keinen Spaß. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. So, pass mal auf. Können wir jetzt mal hier einfach mal das ist benutzen? Moment. Abwischen, genau. Wir müssen abwischen, genau. Oder zwischen. Erstmal zwischen. Was ist zwischen? Gute Idee. Gleich alles sofort erledigen. Oh, okay, da wird noch ein bisschen nachgepullert, ne? Okay, von dem Bohnendip sollten wir dann wahrscheinlich besser nichts machen. Achtung bitte, eine Durchsage. Schlacks und Schleimi haben gerade die Morast-Olympiade für sich entschieden. Augenklatscher. Schlacks und Schleimi, die Matsche, ja. So, pass mal, dann machen wir jetzt mal hier, ne, das ist abwischen. Was willst du dafür nehmen? Deinen Anzug? Klopapier? Benutze? Nutzen? Wo ist das Klopapier? Da. Wir wissen ja, das hat die Resistenz oder sagen wir es mal, die Konsistenz einer Schmirgelpapieranstalt und insofern... Autsch! Ist das grob! So, spülen, Larry, spülen! Komm bitte direkt nochmal, wenn wir schon... Das muss auf jeden Fall... Okay. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier nur aufs Zischen spülen, abwischen? Was machst du denn abwischen? Es gibt nur eins, was du abwischen kannst, Larry. Und meistens machst du nicht mal das gründlich genug. Mhm. Jetzt hat die Toilette wieder genügend Wasser. Super. Nichts kann dich abhalten, die Spülung zu betätigen. Außer vielleicht... Diese Sicherheitsdusche entspricht in puncto Design und handwerklicher Verarbeitung den traditionellen Richtlinien der Meisterhandwerker von Obiha. Also da nicht. Ich glaube, das hatten wir klar schon. Ja, ist okay. Das hatten wir schon. Ah, Fässer haben wir auch schon. So, pass mal auf. Dann gehen wir noch mal raus, liebe Leute. Wo gehen wir noch mal hin? Ja, mit dem Bowling. Dann, ich glaube, wir sind hier. Genau, das ist da. Hier in die Kabine 510 müssen wir übrigens auch nochmal. Was ist hinter Buglerraum? Haben wir da auch schon? Auf einem kleinen Schild an der Tür steht Gepäckraum, Zutritt nur für Besatzungsmitglieder. Mit anderen Worten, wir brauchen irgendwie, genau, Bibliothek, da müssen wir auch nochmal. Purser, pass mal auf, Kabinenbursche. Kabinenbursche? Wo kann ich einen Kabinenburschen finden? Ich weiß nicht, wohin die Kabinenburschen gehen. Vielleicht weiß das irgendein anderer Angestellter. Belästigen Sie mich nicht länger mit Ihren persönlichen Problemen. Ich bin nur dazu da, unseren Passagieren zu dienen. Aber ich bin ein Passagier. Sehen Sie, da, Sie machen es schon wieder. Okay, Kabinenbursche.
Hm. Seht ihr ein Dildo? Ist das ein Dildo? Ne, ist nur der Empfangstisch. Kein Dildo. Bowlingkugeln dürfen nicht aus dem Bereich der Bowlingbahn entfernt werden. Okay. So, pass mal auf. Dann will ich nochmal ganz kurz, was wollte ich jetzt? Ne, da gehen wir erstmal noch nicht hin. Da gehen wir auch noch nicht hin. Da können wir noch nicht viel machen bei den beiden Ladies. Hier, ich wollte mal ganz kurz mit Peggy sprechen. Peggy, Baby, was... So, ich rubbel nochmal an der 1. Ja, riecht nach Meeresbrise. So, pass mal auf. Peggy, Baby! Sehr vielseitig einsetzbar. Da bin ich wieder, Miss Peggy. Aha. Hallo, Arsch. Okay, Kabinenbursche. Wo kann ich einen Kabinenburschen finden, Miss Peggy? Du dämlicher P***. Weißt du denn nicht, dass du nie einen von denen findest, wenn du sie brauchst? Shit. Ich suche jede Nacht nach einem dieser Hunde kurz vorm Schlafen gehen. Und? Find ich etwa einen? Nein, verdammt. Nun, meine Wünsche sind einfacher. Ich will bloß einen Gefallen. Nun, da ist so ein kleiner richtiger da. Der drückt sich immer im Pausenraum der Angestellten rum. Warum versuchst du es da nicht mal? Danke, Miss Peggy. Guter Tipp. Da gehe ich hin. Ja, ja, aber da sind wir schon gewesen. Da haben wir irgendwie nur ein paar Schlösser gefunden. Und Peggy, Baby, wir sind zwar verliebt in dich, aber wir brauchen ein bisschen Hilfe. Miss Peggy, ich war in diesem Pausenraum der Angestellten und ich habe keine Menschenseele gesehen. Er war völlig leergefegt, als ob es auf diesem Schiff niemanden gäbe, der arbeitet. So ein Shit. Niemand mal lucht hier außer mir. Ich muss hier reinweg alles machen. Peggy, schrubb die Decks. Peggy, schweiß mal die Reling. Peggy, spritz mal die Gummilaken vom Captain ab. So ein Shit. Macht keine so eine Arbeit, wie ich sie tu. Beeindruckend. Und so farbenfroh. Aber wo ist X-Witz? Wenn nicht in diesem Pausenraum. X-Witz. Oh, dieses kleine Ass versteckt sich vielleicht hinter den Schränken. Da mal geguckt. Ja, ja, das Schließfach kriegen wir nicht auf. In welchem Spind ist X-Witz? Bin ich Jesus? Wächst mir Gras aus der Tasche? Krieg das selber raus, Kolumbus. Aber du kannst wetten, dass das Ding sich nur von unten öffnen lässt. Weil er ein kleines, Arschgesicht ist. Ich weiß, ich werd's gleich bereuen, aber könntest du ein bisschen mehr ins Detail gehen? Pitt! Hat deine Mutter auch Kinder mit Gehirn geboren? Mhm. Zweiter Spind, untere Reihe. Und jetzt hau rein. Und damit meine ich nicht dein kleines Schönchen da. Zweiter Spind, untere Reihe. Wir wollen doch mal lachen. Nein, das kann ich doch nicht vorlesen. Ich muss also, es mal überlegen. L. Nein, das kann ich mir nicht leisten. Das muss ein anderer machen. Hör mal. Vergib mir, Freunde. Ich brauchte das gerade mal. Diesen wunderschönen Anblick von Peggy mit ihren... Das ist... Tschüss. Wir sehen uns später, Miss Peggy. So, was war die zweite? War mir ein verfluchtes Vergnügen, verfluchtes du Schreck. Pieps. So, pass mal auf. Dann gucken wir nochmal ganz kurz hier. X-Witz, wo war denn der Pausenraum nochmal? Wo hatten wir den Pausenraum? Ach, da unten müssen wir, glaube ich, da hier. Achtung bitte, eine Durchsage. Miss Jack ist noch Jackson da. Jackson hat soeben den Atari 800 Hacker-Wettbewerb gewonnen. Gerade die. Oha, Syntaxfehler. So, ne, das hatte jemand gesagt. Steinschleuder hier wäre eine Genfer Konvention. Ja, richtig, aber ich finde die Kanonen noch viel interessanter. So, pass mal auf. So, zweiter von unten. Pass mal auf. Ansehen. Dieses Schließfach ist durch ein Standard-Kombinationsschloss gesichert. Okay, pass mal auf. Öffnen. Naja, wenn da schon 69, 69, 90 steht, dann probiere ich natürlich jetzt mal 90, 60, 90. Der Standard, ne? 90, Strich auch noch machen. Aha. 60, 90. Also die Standardwerte, die das ein oder andere Männer jetzt höher schlagen lässt. Und insofern... Das war richtig, Von, das war richtig? Okay, war nicht sonderlich schwer, ich gestehe, ne? Aber. Richtig, wir sind drin, Von, wir sind drin. Ich würde immer noch gerne kickern, aber pass mal auf.
Oh, da hat er auch so ein nettes Poster. Wir gehen mal rein. Hallo, wer wagt, meine Privaträume zu betreten? Du sein hier für schweinische Bilder, hm? Oh, Entschuldigung. Ich heiße Larry. Larry Laffer. Ach so. Du sein wohl eher große Null. Große Null? Ach ja, das ist meine Kabinennummer. Ich kann den Namen gar nicht lesen. Heißt das X-Quatsch? Vielleicht. Du hier wegen schweinische Bilder? Ja, ja. Nein. Zumindest glaube ich nicht. Okay, wie du meinen. Du sagen, was du wollen und geht klar. Okay, erstmal gucken wir den Knall aus X-Quitz. Entweder ist Exquisites ein begeisterter Sammler oder sein Familienerbe ist ein multikultureller Gemischtwarenladen. Sein kleines Versteck ist voll mit kulturellen Gegenständen. Ja, ja. Das ist die Osterinsel oder was? Akku, Akku? Das ist entweder eine Miniaturausgabe von diesen Köpfen auf der Osterinsel oder eine Büste von Al Lowe. Okay. Rosa Kerze? Manchmal zündet Exquisites sie an beiden Enden an. Exquisites an beiden Enden? Aha. Was ist denn eine super Gurke oder was? Was zum Teufel ist in dem Glas da? Das hier eine schöne Conga, ja. Davon hast du genug auf deinen alten Provocative Percussion-Platten von Gunnar Glischt. Na, hier ist der Captain. Auf dem ganzen Schiff gibt es Bilder von Kapitän Fay, welche die Teilnehmer anfeuern sollen. Ja. Ich fühle mich auf jeden Fall inspiriert. Ja, unbedingt, unbedingt. Haben wir hier sonst noch einen Ballon? Hängende Laterne. Diese Lampen stehen wohl für die Lebenseinstellung von Exquisites. Wenn man lange genug rumhängt, kriegt man irgendwann vielleicht die Erleuchtung. Okay, das ist Poster? Das muss wohl einer der Ahnen von Exquisites sein. Aha. Ich glaube, das ist der gute L, den wir schon im Dings gesehen haben. Und das Gleiche? Diese Lampen stehen... Ja, okay, was haben wir denn hier? Ist das eine Shisha oder? Sieht aus wie ein Rieseneis. Das hast du nicht mehr gesehen, seit du mit den Beatles nach Indien zu den Maharishi gegangen bist. Da war Larry. Komisch, daran erinnere ich mich gar nicht. Ich auch nicht. Überrascht mich nicht. Mich auch nicht. Ja, Mickey Mouse, oder? Das ist eine Reliquie eines nahezu unbekannten kriegerischen afrikanischen Stammes. Sieht eher nach einem industriellen taiwanesischen Stamm aus. Könnte stimmen. Ja, das ist hier die Tim und Struppi und das gibt es auch. Was ist das hier? Luftschlitz. Der Luftschlitz hilft Exquisites wohl, einen kühlen Kopf zu bewahren. Aha. Okay. Dann haben wir irgendwie, glaube ich, alles. Ne? Das können wir da irgendwie benutzen? Wir können nichts benutzen. Ja, das Nagelblatt. Das ist sehr interessantes Nagelblatt. Das Ding ist bequemer, als es aussieht. Ja, ja. Das ist auch nicht schwer. Gibt es denn hier keinen Dildo? Freunde, seht ihr irgendwo einen Dildo? Ich sehe kein Dildo. Ja. Das hast du nicht mehr... Komisch. Überrascht mich. Ja, gut, dann quatsch mal. Was sind für Fotos eigentlich, Baby? Wir haben gehört, du hast doch von... Schweinbilder? Oh, die haben noch. Du wollen welche? Wer ist denn drauf? Leute vom Schiff? Oh, du aber sehr clever. Nun, gibt's zufällig auch welche von mir? Von dir? Du machen wohl Witze. Nein, wenn du nicht haben Sex, ich nicht haben Fotos. Du müssen schon ranhalten, wenn du wollen Souvenir. Bei Bestellung, ich gebe dir 10 Lederalbum gratis. Und kann machen Nachdruck für Freunde. Danke, ich werde es mir merken. Machen Nachdruck für Freunde, ja. Das ist sehr gut, du bist die Kabinenwurst, das ist sehr clever. Bist du nun der Schiffsjunge hier oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Weiß nicht. Du scheinst dir deiner Sache nicht gerade sicher zu sein. Nee, ich bin nicht. Na, seit ich gesehen Film über Kreuzfahrt, ich gedacht, das sei eine Arbeit für mich. Naja, aber das... okay, wo ist Dildo? Das ist überall auf Schiff. Aufpassen! Ja, ja, aber ich sehe keinen, Alter. Irgendwie hab ich, das ist... meine Kabine, wir haben null, Alter. Das ist... Könnte ich machen. Vergiss es. Aber warum denn? Bist du etwa kein Schiffsjunge? Eigentlich du mich von jetzt an bitte nennen, Verantwortliche für Ausstattung und Wartung. Keine Drecksarbeit mehr. Warum? Warum? Na, wer kann schon rauswerfen, jemand mit solchen Bildern? Du meinst Erpressung? Nein. Du musst den Mund auswaschen mit Seife. Jeder kauft Bilder für persönliche Album.
Souvenir von Reise. Gute Fotos, weil guter Film, gute Kamera, gute Winkel. Hasselblatt, mittleres Format, 90mm Linse, gute Qualität. Kann man vergrößern. Toll für über Sofa und noch besser für über Bett. Toll für über Sofa, über Bett. Ich glaube, ich habe wieder doppelt geklickt. Na, X-Witz, wie wär's, wenn du meine Kabine mal putzen würdest? Da sieht's aus. Könnte ich machen. Vergiss es. Aber warum denn? Bist du etwa kein Schiffsjunge? Eigentlich du mich von gestern bitte nennen. Warum? Okay. Das hat er schon. Okay. Du mein... Okay. Nein. Ah, okay. Du musst auswaschen Mund mit Seife. Schöne Blumen haben wir lieber ab. Das haben wir... Okay, dann... Tschüss denn, X-Witz. Na tschüss, Klugscheißer. Achtung bitte, eine Durchsage. Alle Teilnehmer am 24-Stunden-Hamster-Tauschwettbewerb vorige Nacht mögen sich bitte in der Krankenstation einfinden. Macht denn keiner das Ding mal sauber? Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Okay, dann, ja. Wo gehen wir jetzt hin, liebe Leute? Wir haben... Ah, okay. Ich weiß, was wir jetzt noch machen, Freunde. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Da werde ich dann auch ein paar Sachen zu sagen, weil das ist, der arme Bob Ross, ich habe immer noch ein ganz schlechtes Gewissen. Ne, das ist, hier haben wir aber, glaube ich, alles gehabt, ne. Ja, ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir müssen mal gucken, dass wir in der nächsten Folge einiges regeln und, ich weiß noch nicht, ich lasse mich inspirieren, sind ein paar Sachen, wo ich Ideen habe. Aber wie gesagt, das ist länger her, dass ich das Spiel gespielt habe. Insofern habe ich nicht mehr wirklich viele Erinnerungen. Das mit der 90-60-90 war ein Glückstreffer. Ich gestehe aber ja nun, dass, wenn die das da schon so hinschreiben, 69-69-69, dann bietet sich das an. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Hat sich vergessen. Ciao, ciao, sagt euer Spiegel 45. Ciao, ciao.